Mein Mann hat einige Male aus Spital einen Anruf bekommen. Er solle sofort ins Spital kommen. Ich überlebe diese Stunde oder diese Nacht nicht. Natürlich habe ich mir noch früher Gedanken über Corona gemacht. Aber weil mein Leben bis dann so irgendwie leicht war und ich war total gesund und habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, dass es so schrecklich sein kann, wie es bei mir passiert ist. Ich war 3 Monate gar nicht ansprechbar. Ich erinnere mich gar nicht auf diese Zeit. Mein Mann hat mich regelmäßig besucht. Sie haben ihm das erlaubt. Er hat mir jeden Tag einen Brief gebracht und ich denke, das hat mich irgendwie energetisch auf das Leben gehalten. Inzwischen ist meine Mutter auch gestorben und sie haben mir 2 Monate nicht gesagt. Sie dürfte nicht, weil ich in so einem schlimmen Zustand war, selber, dass sie mir nicht sagen dürften, dass meine Mutter gestorben ist.